etwas ungewöhnliche Sportgeräte wurden kürzlich in Obertauern gesichtet. Kajaks, die auch alle zum Startplatz des Red Bull Snow Kajak 2009 getragen werden wollten. Oben angekommen, warteten auf die 100 Teilnehmer aus 5 Nationen flüssige Stärkung und ein besonderer Service. Der war auch wichtig. Ist eine Materialschlacht. Also der mit dem schnellsten Boot, so wie bei den Skifahrern, gewinnt halt. Aber ich hoffe, ich habe zwar das beste Material, aber ich hoffe, dass ich vielleicht Semifinale oder Finale fahren kann. Den schnellsten Schneepaddler ermittelte man übrigens im K.O.-Verfahren auf der eigens angelegten Strecke. K.O.-Verfahren. Das war zwar nicht wörtlich gemeint, aber ganz ungefährlich ist der Spaß nicht. Es hat schon immer Verletzungen gegeben, also ein bisschen muss man schon ein bisschen eine Ahnung haben und es hängt sehr stark von der Strecke ab. Die Strecken werden immer selektiver, also heuer das erste Mal mit Wasser geraten. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Gleich hinter dem Wassergraben war das Ziel, das übrigens Bernhard Steidl als schnellster erreichte. Und während die Nachzügler noch in Richtung Ziel unterwegs waren, sei doch die Frage gestattet, warum fährt man mit einem Kajak im Schnee? Jetzt fahre ich den ganzen Sommer im Wasser nicht, warum soll ich im Winter im Schnee nicht fahren? Oder? Naja. Einige entdeckten an diesem sonnigen Märznachmittag durchaus Alternativen.